Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Nach dem Stream, endlich hier Sonntag nach unserem Teamtreff, sind wir hier wieder in unserem Hauptspiel. Hauptmission, finde Olin bei der Ausgrabungsstätte. Und wir sind hier in dieser Ritze gelandet. Wir mussten uns tatsächlich, oder ich musste mich tatsächlich an diesem riesen Viech hier vorbeischleichen. Ihr seht es. Und da hat die gute Frau wieder gesagt, wo kann ich das lernen, dieses Viech zu überbrücken? Das ist die Frage aller Fragen, das würde ich ehrlich auch gerne wissen. Und deswegen bin ich der Meinung, müssen wir in der Hauptmission auf jeden Fall noch ein bisschen weiterkommen, weil ich glaube, dass wir das in der Hauptmission irgendwie lernen können. Und hier sind wir auch wieder in einer freundlichen Gegend. Ja. Komm! 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 Zack! Okay, oh, scheiße. Shit. Lassen Sie mich. Ja, ach, echt jetzt? Was macht er da für komische... Hat er mich gescannt? Hat er mich gescannt? So, komm her, du Stricher. Was du noch? So, Platz. Okay. Die sind schon mal platt. Hat er mich gescannt oder die Gegend gescannt? Wie hat er das gemacht? Ehrlich, wie hat er das gemacht? Weil ich sehe hier nämlich auch ein Ding. Aber da gehe ich näher ran, weil ich möchte erst noch das Metallgefäß hier holen. Irgendwas ist hier auf alle Fälle. So. Mit Mechbuker. Was soll es sein? Werbung. Datenbeschädigung. Partiell. Seien wir ehrlich, ihr trefft euch längst mit euren Freunden, um eure Fantasy-Cop-Wars-Truppen zu vergleichen, oder? Okay, das ist echt einfach nur Werbung. Okay, es sind da lauter so kleine Datensätze, was überall hier in der Welt zu finden sind. Finde ich schon extrem nice. Aber hier auf den engen Raum gegen diese Plünderer zu kämpfen, ist schon Schmackes, gell? Also, ist nicht ohne. So, hier ist noch ein Stein. Okay, mal schauen, ob hier noch irgendwelche Dinge kommen, weil hier kann ich mich auch sehr, sehr schlecht verstecken. Und ich bekomme hier außergewöhnlich viele Heilgegenstände. Okay, hier sind wieder viele Wächter. Nur Wächter aber. Ja, und sonst nichts. Ist einfach nur Wächter. So. Komm her, Stricher. Hier, neben dir. Hallo. 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 Jetzt auch. Ja, hat's gerade noch zur Seite geschafft. Ja, gut, komm. Ja. Schnuckel, ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay, so. Okay, wir hätten sie natürlich auch für uns gewinnen können. Theoretisch. Aber wir müssen ja nicht alles für uns gewinnen. Ich glaube, wir können sogar eh nur einen oder sowas machen. Guck, wir haben ein Lagerfeuer entdeckt. Finde ich schon mal von Vorteil, weil jetzt können wir uns hier hinporten. So, und hier schaut es auch cool aus. Was ist das da hinten? Sollen wir uns das mal anschauen, bevor wir zu unserer Hauptmission weitergehen? Oder ist das sogar die Hauptmission? Das ist die Hauptmission. Okay, dann gehen wir doch mal ganz kurz in diese Richtung. Und geier noch ein bisschen Stuff ab, weil dich brauche ich. Ja, auch wenn ich ungern Shellys töte, aber... Es ist einfach so, ne? Wir brauchen sie manchmal. Manchmal müssen sie sterben. Ich töte übrigens alle Viecher, was ich irgendwo finden kann. So, okay. Weil es hat den ganz einfachen Sinn, dass wir regelmäßig oder relativ häufig eben dieses reichhaltige Fleisch, das brauche ich zum Beispiel für die Modifikations... für die Modifikationsdingens. Tasche brauche ich zum Beispiel Fuchsknochen. Das heißt, ich muss... Boah, was bist du? Ach, das ist dieser Schnapper, gell? Genau, so ein Schnappbaul. Den hatten wir im Stream gekloppt. So, gut, ich bin mit der Heilung, aber was das angeht, komplett voll. Jetzt gehen wir doch da mal hin. Ich muss da lang weiter. Nein, das ist gar nicht die Hauptmission. Müssen wir mal kurz auf die Karte schauen. Nein, das ist nicht die Hauptmission. Tatsächlich. Okay, das heißt, wir gehen da mal rein, wenn wir können. Hier durch den Einbruch können wir rein. Wer seid ihr, Jungs? Seid ihr cool?
oder seid ihr eher asozial? Asozial. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Oh, das geht sogar nochmal. Wer weiß, okay, wo die steckt? Okay. Gut, ich könnte den natürlich mit dem Headshot platt machen. Genau. Den, wenn ich treffe, genauso. Nee. Nicht so auf jeden Fall. So. Was mit. Oh, scheiße. Schießt sogar mit Feuerpfeil auf mich, der Drecksack. Aber das kann ich, glaube ich, noch nicht Banditenlager nennen, ne? Ich glaube, das ist irgendwas anderes. Von irgendwelchen Leuten, die einfach ein Problem mit mir haben. Oder ich ein Problem mit denen. Ich weiß auch nicht so genau, wer die sind. Wenn ich ehrlich bin. So. Okay, einer fehlt noch. Oder? War das nur einer? Ja, ist nur der eine. Oder... Ja. Okay, vielleicht kann ich ihn... Irgendwie... Wo ist der denn? Der ist da drin. Hier drüben ist scheiße. Jemand. Also die Stimmen sind ja sowas von Fail-Fahrt. Ernsthaft, also das ist schon echt... Was? Trankbeutel voll? Ja, okay. Also das war jetzt schon echt low. Muss ich schon sagen. So, Wüstenglas. Und Schnellreisepaket. Sehr praktisch. Warum haben die Schnellreisepakete? Okay, noch ein Wüstenglas. Kaija-Fremde sind es. Da habe ich auf jeden Fall ein bisschen was entdeckt hier. Bin mal gespannt, ob ich hier noch mehr entdecken kann. Das muss ich jetzt einfach hier ein bisschen ertigern. Weil ich echt gern wissen will, was hier so los ist. Weil ich glaube, das ist halt so ein Ding, da kannst du dich 100 Jahre in der Gegend rumrennen und du findest immer wieder was Neues, was du halt noch nicht gesehen hast. Und ich möchte natürlich sehr, sehr viel entdecken. Auch wenn ich sehr viel in Streams machen werde. Der letzte Stream ging leider nicht so lang, deswegen konnte ich auch nicht allzu viel schaffen. Aber das kann ich ja noch nachholen. Ich habe mir eh überlegt heute, also quasi wenn ihr die Folge seht, läuft der Stream vielleicht schon. Oder eben am Abend dann noch so einen kleinen Sonntagsstream zu machen. Eben auch über Horizon. Aber das werden wir sehen. So. Okay, das war super. Gut, kann ich mal ein bisschen meine Pflanzen nuckeln. Okay, ich glaube, das war's schon. Weil das Ding da drin können wir nicht mitnehmen. Das ist der Trank. Können wir nichts machen. Hier kommen wir nirgendwo rein. Das oben drauf habe ich auch gegeiert. Wüstengläser habe ich gegeiert. Okay, also das ist jetzt nicht allzu viel gewesen. Aber okay. Gut. Wahrscheinlich, wenn ich schnell genug gewesen wäre, hätte ich sie alle mit einem Fokus geschafft. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ja, die Schnapper machen auch irgendwelche Faxen. Ist der jetzt tot? Nee, der liegt, oder? Der ist, glaube ich, nicht tot, nee. Okay. Alles klar. Wir machen jetzt einfach weiter. Oh, aber der macht sich gerade schon bereit zum Schießen. Aber gegen wen? Keine Ahnung. Aber die bringen richtig viel Erfahrungspunkte, wenn man diese Riesenroboterviecher tötet. So, Maschinenareal entdeckt. Da sind wir jetzt also schon. Und da sind natürlich Viecher. Aber auch welche, die ich leider nicht einnehmen kann. Echt schade. Aber es stimmt, wie kann ich das lernen? Wie? In Fertigkeiten oder Fähigkeiten steht nichts drin. Dann ist wieder so ein Schnappmaul. Klar, mein Gott, wenn die auf mich losgehen, dann bin ich wahrscheinlich sogar schnell genug, dass ich fliehen kann. Ich will mir hier nur eine heilende Pflanze ganz kurz. Ja, ich bin wahrscheinlich sogar schnell genug, wenn ich das mache. Alles. Aber wie gesagt, ich kann sie, soweit ich weiß, nicht einnehmen. Das geht nicht. Oder? Doch. Seit wann? Gleich habe ich dich. Seit wann? Seit wann? Den kann ich wahrscheinlich dann nur mit einem stillen Schlag erlegen. Ja. Vielleicht schadet es gerade gar nicht, wenn ich ein paar Maschinen kill wegen den Erfahrungspunkten. So, aber jetzt kann ich dich ja eigentlich reiten, oder? Geht das? Kann ich dich reiten? Ja, kann ich. Endgeil. Endgeil. Also gut, das ist mir jetzt neu gewesen, dass ich die reiten kann. Also reiten, klar. Aber überhaupt über Brücken. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt geschafft habe. Jetzt muss ich mal schauen, was heißt das mit diesem Pfeil?
Zwei Lagerfeuer, was ist das hier? Kann ich das irgendwie... Aloy, ich bin da. Okay, also das ist wohl irgendeine Herausforderung, Bogenherausforderung oder sowas. Das Feld der Gefallenen trifft dich mit denen und denen, die Reichen berauben. Okay, das ist alles hier oben. Das sind schon die Nebenmissionen, dann was angezeigt werden. Um diese Maschinen überbrücken zu können, muss ich herausfinden, wo sie herkommen. Okay. Ich muss herausfinden. Wir sollten nach Erwin am Rotkampass sehen. Er sagte, er würde warten. Okay. So, wie gesagt, du wirst einfach eiskalt ignoriert jetzt mal. So. Deswegen hau ich einfach ab, auch wenn der uns hinterher schießt. Ich ignoriere das einfach mal kurz. Oh, scheiße, den Sägezahn. Wird doch auch schnell vorbei. Komm schon, gib Gas. Einfach abhauen. Ja, deswegen. Sägezähne ignoriere ich einfach mal. Wir sind Wächter. Verdorbene auch noch. Und hier muss ich wohl hin, oder? Ach shit, sogar die wollen mich. Okay, gut. Ach du Scheiße. Wie ein Sägezahn aus. Der Düster. Okay, toll. Gut, die kümmern sich schon drum. Komm ich da nicht hoch, oder was? Hier. Okay, gut. Scheiß auf den einen, weil ich glaube, die sind nicht ohne. Jetzt haben natürlich noch die verdorbenen Wächter dazu. So, gut, die sind aber recht schnell geplättet. So. So, du. Ich muss dich scannen. Ich muss wissen, wo deine Schwachstellen sind. Scheiße, dass ich natürlich runterspringen kann und denen jetzt richtig Asche geben. Hätte ich vielleicht tun sollen. Oh, scheiße, was macht er? Fuck. Okay, die hat sie mir jetzt aber gegeben. Waffe weg. Ich würde gerne wissen, was du so hast. Was hast du als Waffe oder sonst irgendwas? Wo rennst du jetzt hin, Pisser? Bist du jetzt mal da? Jetzt bist du tot. Das war's. So, einer von denen ist platt. Den würde ich mir ganz gerne auch holen. Auch die Männer hier wurden ja getötet. So, Breitkopf. Nehme ich auch aus, auch wenn es mein eigener war. Das brauche ich. So. Verwüstungskanone. Oh, geil. Okay, da kann ich vielleicht sogar... ja, die Viecher killen, ja? So richtig hardcore. Was haben wir hier noch? Zünder? Das wäre geschafft. So. Oh, was sind das da hinten? Die habe ich auch noch nie gesehen. Panzerwanderer. Stromgenerator. Okay, was bist du? Wieder ein Verwüster. Gut, alles klar. Das haben wir ausgeräumt. Das haben wir geschafft. Aber hier ist noch irgendwas... Achso, das ist die Waffe. Okay, jetzt schaue ich nochmal kurz... Kann ich irgendwas herstellen von der Tragekapazität her? Ich bräuchte vielleicht Waffenbeutel, bräuchte ich Kaninchen. Da brauche ich Outfits. Gut, brauche ich weniger gerade. Schweinsknochen, Fuchsknochen. Kriegsbogenköcher-Upgrade, Jägerknochen. Das wäre eher was. Und Kaninchenknochen und Fuchshaut. Alter, geil. Okay, das war jetzt ein guter Run, weil jetzt kann ich 60 Pfeile mitnehmen. Und da nehme ich auch gleich von denen welche mit, weil die mache ich jetzt einfach alle. Scheiß drauf, wie viel es gerade braucht. Aber die nützen einfach was. Das ist einfach mega praktisch jetzt. Saugeil. 60 Pfeile. Auf einmal jetzt einfach, ne? Einfach so aus dem Nichts. Aber ich habe doch im Inventar gerade eben irgendwelche Schatzkisten bekommen, oder? Ja. Metallscherben. Draht. Okay. Alter, das ist... Woher habe ich die alle? Macht jetzt einfach alle auf. So, okay. Was ist hier noch? Spezialobjekte. Karte Metallblumen. Hab ich zwei Stück? Ja, das ist natürlich ein Questobjekt. Munition habe ich jetzt, glaube ich, auch alles. Ja, so ziemlich auf jeden Fall. Mods habe ich auch einige. Outfits habe ich so viel. Und Waffen habe ich auch genug. Aber ich wollte eben schauen, ob ich noch mehr herstellen kann. Modifizierende Outfits, Fallen und Tränke, Tragekapazität.
Jägerbogen. Kriegsbogen kann ich gerade auch noch einen machen. Da brauche ich aber noch eine Trute an Haut, die habe ich noch nicht. Da kann ich auch noch was machen. Da brauche ich die Fischgräten für den Trankbeutel. Rauswerfen. Aber okay. Das habt ihr also vor. Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja. Die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle. Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Mein Fokus, er geht nicht mehr. Durchsucht hier alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Oh, wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt da. Wer ist da? Okay, shit. Was muss ich tun? Ich brauche auf jeden Fall neues. Erledige die Verderber und die Kultisten. Gut, das wird ein krasser Fight auf alle Fälle. Jetzt soll ich mich erst um die kümmern. Auch wenn es ihn gar nicht interessiert, dass ich mir in den Kopf schieße. Ist mir eigentlich auch recht. Solange sie nicht interessiert. Ach, vorbeigeschossen, ich dödel. Das hat ihn nicht interessiert? Das interessiert ihn nicht. Jetzt merken sie was. Sie sehen dich nicht. Genau, das ist der Plan. Aber man kann natürlich nicht auf ewig darauf wetten, dass es so bleibt. Ach, fuck. So. Was machen die jetzt? Eigentlich bleibt sitzen. Okay. Gut, der da unten. Der hier. Den brauche ich noch. Gut, dieser Platz. Jetzt auf alle Fälle. Okay, wir haben einen und der kommt zu uns in die Nähe. Aber der kommt nicht hier hoch. Das ist mein Vorteil. Okay. Doch, er kommt hier hoch. Scheiße. Okay. Gut, ich glaube, ich muss mich erst um die Kultisten kümmern. Und das andere wäre Bullshit. Weil die oberen Dinger, die sind einfach... So, der ist platt. Der ist auf Feuer. Der ist auch platt. Nein, shit. Aua. Ah, fuck you. Okay, gut, bisher läuft es ganz gut eigentlich mit der Schleicherei. Vor allem der Stricher da oben, der hat, glaube ich, Feuerschwäche. Genau, der hat eine Feuerschwäche. Deswegen muss ich auf jeden Fall auf... Wie schwach ist der? Noch gar nicht geschwächt. Sind da noch mehr von den Kultisten? Was war das? Ja, er geht auf jeden Fall ganz gut ab. Okay. Überhitzt. Fuck.
Glück habe ich 60 Schuss gerade. Okay, okay, okay. Alles cool, alles cool. Okay. Nein, 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 nein. Komm schon. Hoch mit dir. Ach, komm schon. Warum kann ich denn nur irgendwie so behindert klettern? Das ist doch Olin, oder? Den muss ich denn hier schießen. Ach, scheiße. Der ist halt echt nicht ohne. Ah, da sind noch welche. Ah, scheiße. Die habe ich leider nicht gesehen. Leider ein Problem. Okay. Scheiße. Ah, fuck. Jade ist echt krass schon wieder. Fuck. Okay, der geht jetzt voll auf mich ab natürlich. Irgendwo auch verständlich. Okay, wenigstens der hat erwischt. Komm schon. Gut, der ist platt. Ich sag dich noch hier. Ich hab ihn einfach total vergessen. Bin auch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Einfach nicht gesehen. So. Okay. Okay. Vielleicht auch ein bisschen mit Nahkampf arbeiten. Wer weiß, vielleicht. Gar keine schlechte Idee. Scheiße. So, das hat schon was abgezogen. Scheiße, ich renne ihn voll in die Arme. Das wäre natürlich praktisch, wenn ich das Ding runterschießen könnte hier, gell? Wäre das praktisch oder wäre das praktisch? Wäre enorm praktisch. Ja, schön, wenn ich Schwächen und sowas noch mal kurz anzeigen lassen könnte. Komm schon. Okay. Ja, Olin, wäre praktisch, wenn du mir helfen würdest. Ich weiß zwar, dass deine Tochter und so ein Zeug hier auch noch mit drauf ist. Okay, wir haben nur noch zwei. Okay, wir haben noch den. Da oben ist auch noch einer. Wie ihr seht, oben rechts ist das Fragezeichen. Da ist auch noch irgend so ein Sprecher. Also die Schwäche mit Feuerpfeil ist ja schön und recht, aber das überhitzt halt nur den Pisser und ich weiß mehr leider nicht. Und das bringt schon um einiges mehr. Deswegen ja schon fast eigentlich besser, wenn ich nur auf das Ding drauf schieße, bis es endlich kaputt ist. Was jetzt der Fall ist, glaube ich. Kommt mir zumindest zuvor, ja. Okay, jetzt hat er nur noch eine Schwäche und das ist eben auf dieser Seite. Ah, scheiße. Fuck. Okay. Okay, der wird auch noch geboost hier. Hä, funktioniert das Ding da oben wieder? Okay. Gut, das ist ein harter Kampf. Ist ganz schön knackig mit dem. Aber wird schon. Wird schon, wird schon, wird schon. Ich habe genug Heilzeug dabei. Glaube ich zumindest. Ah, shit. Diese Drecksau, diese Blöde. Ehrlich. Jetzt habe ich es runtergeschossen erst. Ich dachte, das Ding wäre schon lang kaputt. Komm schon. Okay. Letzter Schuss, komm schon. Letzter Schuss. Das war's, oder? Nein? Jetzt, oh, okay, Olin hat's erledigt. Dankeschön. Und jetzt kriege ich keine Erfahrungspunkte, oder was? Kriege ich jetzt keine... Ernsthaft, kriege ich jetzt keine Erfahrungspunkte? Kannst du da jetzt nicht bringen, oder? Alter. Okay, der Wächter ist zum Glück tot. Ich möchte natürlich hier alles erstmal sammeln, bevor ich mit dem Olin spreche. Und ich muss den einen Kultisten da oben höchstwahrscheinlich noch abmurksen. So, die haben ziemlich viel coolen Shit dabei. Da hinten ist doch einer. An die oberen komme ich wahrscheinlich gar nicht hin. Aber das ignoriere ich jetzt mal kurz. So, ja, Heiltränke kann ich jetzt auch gut gebrauchen. Olin, du Pisser, dich würde ich am liebsten auch töten. Aber ich glaube, das ist noch nicht so eine gute Idee. Ist auf jeden Fall noch zu früh. So, ich muss irgendwie da hoch. Weil da oben
ist nämlich dieser Kultist noch gewesen. Muss ich erstmal hochspazieren, damit ich den noch abmoxen kann hier. Genau, hier geht's hoch. So, vielleicht hätte ich auch von hier oben diesen anderen Spaten da töten können. Und den Pfeil habe ich ihn verschossen. Fast 60 Stück eben. Okay. Da ist er doch. Achso, ich kann auf dem Ding noch nicht. Aber das kann ich ja schnell ändern. Ich kann ja in Fähigkeiten diese Balance. Genau. Ach, brauche ich zwei. Ah, Stricher. 60. Quatsch. Und down. Okay. Jetzt muss ich mit Olin reden. Zum Glück habe ich den noch gefunden oder gesehen vorhin, weil sonst würde ich wahrscheinlich jetzt ewig gerade hätte ich da rumgetan, um den zu finden. Kann ich mir schon vorstellen, da wäre ich ewig dran gestanden. Aber ich hätte von hier oben auch alle abmoxen können, wenn ich das jetzt so sehe. Vielleicht war ich da ein bisschen offensiv, darunter zu rennen und die alle zu killen. Ich weiß nicht so recht, ob ich da so offensiv war. Keine Ahnung. Ich brauche auf jeden Fall auch noch so einen Medizinbeutel mal. Muss ich auch noch schauen, was ich brauche. So. Hopp. Und hoch mit dir. So, gut, jetzt bin ich sogar bei dem oberen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den krieg. Aber der hatte wenigstens noch eine schöne Kiste. Das ist ja noch mehr Shit und da kann ich noch hoch. Ah, oh, scheiße, hier gibt's so viel zu entdecken. Komm ich überhaupt jemals wieder runter? Ja, hier gleich. Aber hier ist nichts hier oben, gell? Nee. Okay. Dann gehen wir von hier einfach weiter runter. Dann da drauf. So, und ganz nach unten. Okay, hier ist kein Heilzeug, ja? So wie bei dem anderen Kampf, da hatten wir wenigstens relativ viel Heilzeug. Versprochen. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. Okay, wer ist der Mörder? Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse. Eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarja. Schattenkarja? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Ich glaube, das hat er durch diesen... Haben wir den nicht auch gehört? Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades, so nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl, ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Und das war der Unbekannte? Was wollen die Eclipse-Kultisten noch, außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eclipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Da hast du noch nicht mit mir gerechnet. Wie kam die Eclipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Speer wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kamt ihr nicht an Avad heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Erend mir erzählten, die Eclipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Das hören sie doch jetzt auch, oder nicht? Eigentlich. Warum graben die Eclipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte.
Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Wer ist die geheimnisvolle Frau, meine Mutter? Die Eclipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter. Kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Okay. Dann Kopf ab. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Ich bleib weiter bei dem Kopf. Während ich dich verfolgt habe, dachte ich, diese Entscheidung wäre leicht. Sie ist es nicht. Sie hatten dich dabei in der Hand. Vielleicht bist du kein böser Mensch, sondern nur schwach. Das stimmt. Kraft gefunden habe ich immer nur durch meine Familie. Du verdienst den Tod. Und doch. Ich weiß, was ich verdiene, Aloy. Zögere nicht. Ach du Scheiße. Gut oder böse? Gut oder böse? Gut oder böse? Oh mein Gott. Entscheidet ihr und schreibt es mir in die Kommentare. Oder? Soll ich? Es geht nicht. Das kann ich nicht machen. Ich kann ja nicht ein paar Tage hier die Playsee laufen lassen. Ich bin gut. Bin ich gut? Ich bin ausnahmsweise mal gut. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Gut, der gute Mann kann mir höchstwahrscheinlich noch einiges an Informationen bringen. Deswegen habe ich mir auch gedacht, ist es praktisch, wenn wir ihn vielleicht am Leben lassen. Jetzt könnte ich allerdings dieses mit dem Seilschießen machen. Schlag von unten ist auch gut. Und Anführerschlag. Ich glaube, das mache ich als nächstes. Aber das Sprintenzeug wäre auch mega geil. Unauffällig. Ja, ich glaube, das Jägerzeug, Krieger, Präzision plus. Leichte Sperrengraffen schlagen für wahrscheinliche Rüstung und Bauteile ab. Schlagt Schläge nie. Ja, Kampf ist natürlich auch nicht schlecht. Doppelschuss. Kritische Treffer für den Bogen. Oder? Nee. Machen einfach nur mehr Schaden. Das, wenn sie am Boden liegen. Und ich kann zusätzlichen, also Doppelschaden. Geil, da kann ich einen Doppelschaden machen. Das ist mega geil. Und einen Trippelschaden sogar. Endgeil. Geil. Gut, es wird allerdings, es dauert natürlich auch länger. Aber wir machen es trotzdem. Auf jeden Fall. So, Schöpfers Hauptende. Da wollen wir hin. Kollateralschaden. Gibt es auch noch einen neuen Auftrag. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Ich freue mich schon riesig. Oh, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.